Moin, ihr Figuren sucht und herzlich willkommen zurück bei Chris Tement. Heute endlich mal wieder mit einem Transformers-Video, powered by Hasbro. Heute fangen wir an mit den ganz kleinen, mit der Core-Class. Und zwar mit RC und Terracon Freezer in der Core-Class. Sind sie nicht süß? Ja, hier haben wir RC als Motorradverwandlung. Was ich sehr interessant finde, ihr wisst ja hier, kein Plastik mehr. Und hinten seht ihr drauf, wie es dann ausschaut im Motorrad, aber seht ihr gleich nochmal im richtigen 360-Grad-Video. Ich werde mir nicht die Böse geben, euch das jetzt hier vorzuführen, weil das dauert bei mir wahrscheinlich zu lange. Und eben der Terracon Freeze als Knarre, genau, den könnt ihr euren größeren Transformern in der Deluxe-Class oder Voyager-Class als Waffe an der Hand geben, damit er ein bisschen Bums hat. Und damit wir mal sehen, wie die wirklich aussehen, so richtig aus der Box draußen, weil man sieht mir nicht viel, schauen wir uns das mal eben im 360-Grad-Video an. Hier haben wir jetzt RC, die wohl bekannteste und berühmteste Transformer-Lady im ganzen Transformers-Universum. Normalerweise seht ihr sie, oder hat sie eine Autoverwandlung oder Car-Verwandlung. Hier haben wir sie jetzt im Motorrad, auch nicht in typischen Weiß-Pink, sondern in Rot-Weiß. Motorradform sehr kompakt. Ich sehe auch klar, ist ja auch die Core-Class, also die kleinste Klasse, die ihr von den Transformers auf dem Markt kriegen könnt. Aber sehr kompakter Transform-Modus. Und sehr schick. Hält auch ganz gut. Und die Räder lassen sich trotzdem drehen. Hier haben wir RC endlich als Roboter. Als Roboterform, wie sie auch sein soll. Das Motorrad zurückverwandelt in ihre Normalgestalt. Was ich sehr interessant finde. Ich bin ja einer, der sich die Verpackung auch sehr gerne ein bisschen gottdeutlich anschaut. Wir haben einen kleinen Unterschied von der Boxart. Ihr seht jetzt hier an den Seiten die Motorradspiegel. Von ihrer Front natürlich. Auf der Box, ich hoffe, das seht ihr jetzt. Auf der Box sind die Spiegel rot. Sieht man auch bei der Figur als Verwandlung. Also das Farbschema ist ein bisschen was anderes, als die Boxart uns verspricht. Weil es nicht dramatisch ist, weil mir ist es jetzt egal, ob die Dinger weiß sind oder rot. Aber es ist halt beim Durchgucken, ist es mir aufgefallen. Manchmal sehe ich Sachen, ich sehe natürlich nicht alles, dafür seid ihr natürlich auch da. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Sachen seht, die ich jetzt nicht gesehen habe. Ich finde es erstaunlich, wie es Hasbro und Takara schaffen, in so eine kleine Figur, in so eine Core-Class, so viel Bewegungspunkte und Gelenke reinzubasteln. Also ihr könnt ja richtig viel mitmachen. Besonders hier finde ich die Arme extrem heftig. Also schon ordentlich, was ihr damit machen könnt. Ihr habt hier alleine das Schultergelenk ist oben und an das Balljoint an der Seite. Also das ist schon echt viel. Finde ich echt gut. Also das, da haben sie ordentlich was auf die Reihe gebracht. Terracon Freeze, der sich in eine Artilleriestellung verwandeln kann und er hat sogar einen alternativen Verwandlungsmodus. Er kann sich noch in eine Handfeuerwaffe verwandeln. Das zeige ich euch im Anschluss direkt. Bei meiner Figur ist es leider so, die rechte Seite von den Standys, also hier unten, die Verbindung, die hält gar nicht. Seht ihr jetzt, wenn es jetzt rumkommt, Achtung, da seht ihr diese riesengroße Lücke. Der Nupsi hält leider überhaupt nicht, deswegen bei mir unglücklich, allerdings ist es normalerweise nicht so, ist eine Ausnahme. Aber trotzdem schade, dass ich ihn nicht richtig so zum Stehen kriege, wie ich es eigentlich haben möchte. Aber cooles Design und wie gesagt, er hat zwei Verwandlungsmodi und gehört zur Core-Klasse. Hier seht ihr jetzt die Version auf Scorch. Also ihr werdet einfach hinten raufgesetzt, ihr könnt ihn richtig schön hier einstecken, also er ist lose drauf. Ihr könnt ihn eigentlich richtig einhängen oder hat Scorch eben, ja so eine Art, sieht ein bisschen aus wie ein Abschlepper jetzt oder eben eine Artilleriegeschütz, was nach hinten ausgerichtet ist. Aber coole Sache und farblich auch sehr gut abgestimmt. Und das ist Terracon Freezer in seiner dritten Verwandlungsform, meine ich also schon seiner vierten Waffen, also seiner dritten Waffenform, als Handfeuerwaffe. Ihr seht jetzt hier unten den Haltepin für die großen Deluxe-Version bzw. für die Leader-Class-Form. Terracon Freezer als Roboter mit seinen vier Ärmchen. Der sieht schon richtig böse aus. Also richtig schön aus dem Film raus. Ein kleiner, ne, Schelm ist er doch. Schick. Umgesetzt. Und er hat die meisten Verwandlungsmodi bei den Transformern, die ich euch hier vorstelle. Er hat drei Waffenmodi und eben seine Roboterform. Allerdings ist er auch der schwächste von allen Transformern, den ich bekommen habe. Die Arme und Beine halten nicht so super. Also die sind sehr, die Gelenke sind sehr locker. Also hier richtig leichtgängig.
Das führt dazu, dass er, wenn er sich hinstellt, teilweise auch einfach mal das Bein wegknickt oder der Arm halt runtergeht. Ich kann mir vorstellen, wenn ich ihm jetzt was in die Hand geben würde, eine Waffe oder irgendeinen Gegenstand, dann macht der Arm die Grätsche. Auf jeden Fall. Aber er sieht gut aus. Er ist echt schick gemacht. Finde ich gut. Für die Größe richtig viele Gelenke und Möglichkeiten, die ihr mit ihm machen könnt. Ihr könnt sogar fliegen. Die beiden Core-Class-Transformer, einmal RC und Terracon Freezer. Ja, kann man machen, also als Einsteigmodell ganz nett. Ich habe sogar geschafft, die zu transformieren, dann solltet ihr das auch hinkriegen. Das ist nämlich kein Ding. Wobei ich sagen muss, dass der mir richtig auf den Keks gegangen ist, der Terracon. Wieso? Weil er so lockere Beine, vor allem das rechte Bein ist so sehr locker. Und einen bestimmten Winkel hat er nicht ganz zusammengeschnappt. Das hat mich ein bisschen gestört. Was ich aber cool finde bei ihm, dass er insgesamt drei Modi hat. Also Roboter, Artillerie und dann noch eine Knarre. Fand ich schon heftig. Also seht ihr auch hier auf der Rückseite. Da habt ihr schon einige Sachen mehr, die RC nicht hat. Seht ihr eben Motorrad oder eben Roboterform. Aber dafür ist sie ein Mädchen. Und schick. Ich finde es aber wieder immer sehr interessant, wie viel man aus diesen kleinen Figürchen rausholen kann, von den Bewegungspunkten her. Das ist schon sehr interessant, wie ich finde. Was ist denn eure Meinung? Sammelt ihr eigentlich Transformer oder, ich meine klar, sonst würdet ihr das Video nicht gucken, oder speziell eben die Core Class? Lasst es mich gerne wissen, in die Kommentare, Daumen da lassen und natürlich ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, entspannendes Tschüssikowski und stay nerdy! Ihr Figurensuchtis.